September 2013. Passanten finden ein ausgebranntes Auto am Rand des Cannstatter Wasens. Darin die Leiche des 21-jährigen Florian H. Er hätte am Tag seines Todes im NSU-Prozess aussagen sollen. Er habe gewusst, wer 2007 die Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter in Heilbronn erschoss, so die Vermutung. Doch diesen Indizien sind die Beamten in Stuttgart nie nachgegangen. Für sie war der Fall erstaunlich schnell abgeschlossen. Nun muss sich die Polizei vor dem NSU-Untersuchungsausschuss rechtfertigen. Schon vor der Anhörung gibt es aber wenig Hoffnung auf aufschlussreiche Anhörungen, so der Vorsitzende des U-Ausschusses im Landtag, Wolfgang Drexler. Ob wir schon abschließen können oder noch weitere Zeugen geladen werden müssen, können wir heute noch nicht sagen. Wie Sie aus der letzten Sitzung wissen, treffe ich mich auch noch im Auftrag des Untersuchungsausschusses mit der Familie Heilig und dem Professor Funke, die wir ja mehrere Unterlagen und unter anderem Handy und so überreichen wollen. Unter den Umständen kann sich daraus auch noch etwas Neues ergeben. Das Verhör des ersten Zeugen, eines Kriminalhauptkommissars vom Polizeipräsidium Stuttgart, zog sich schon über 2 Stunden. 2 Zeugen wurden direkt auf Freitag verschoben. Die Aussagen des Kommissars warfen viele Fragen auf. Von Fernzündung und Fremdeinwirkung sei keine Spur, so die Polizei. Allerdings ist Florian Haas Schlüsselbund samt Autoschlüssel am Tatort nicht gefunden worden. Der Ausschuss sieht das als mögliches Indiz für Fremdeinwirkung. H. habe sich aus der rechten Szene bedroht gefühlt, räumt der Kommissar ein. Im Nachhinein. Der Vorfall auf dem Wasen wird den Untersuchungsausschuss der NSU für noch mindestens 2 weitere Termine beschäftigen.